Sylt ist die nördlichste Insel Deutschlands und auch die luxuriöseste. Hier lebt der Immobilienmakler Ralf Justus Maus. Guten Morgen. Mein Name ist Ralf Justus Maus und ich lebe hier auf Sylt und würde Ihnen sehr gerne mal mein Haus zeigen. Innen ist es luftig und hell. Überall Fenster, viele mit Blick auf die Dünenlandschaft. Dieses Haus habe ich konzipiert, weil es einen unwahrscheinlich schönen Weitblick hat auf die Dünen von List, so ein bisschen à la Long Island. Und am besten kann man den genießen von meiner Loggia. Von hier blickt Ralf Justus Maus auf Deutschlands einzige Wanderdüne. Luxus ist für mich einfach dieser weite Blick, diese Ruhe. Man ist wirklich ganz, ganz nah an der Natur. Also das finde ich klasse. Das Haus selbst lebt von hanseatischem Understatement. Der wahre Luxus ist der Boden, auf dem es steht. Dies ist übrigens eine typische friesische Klöntür. Also über Preise wird nicht geklönt. Das behält möglichst jeder für sich. Wir kommen ja hier auf der Insel zum Teil auf 20, 30, sogar 40.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Das Haus, in dem Ralf Justus Maus wohnt und arbeitet, hat einen Schätzwert von ca. 7 Millionen Euro. Dafür gibt es 2 Wohnzimmer und 4 Schlafzimmer. Genug Platz für Freunde, die eine Stippvisite auf Sylt machen wollen. Also diese Küche habe ich von meinem Tischler auch bauen lassen, der dieses ganze Haus gebaut hat. Also als besonderes Highlight ist hier von Viking in Amerika dieser doch sehr große Gasherd mit dem Abzug. Diese ganze Einheit hat irgendwie über 20.000 Euro gekostet. Allerdings wird hier nur selten gekocht. Das Reetdachhaus dient in erster Linie als Geschäftsadresse des Maklers, der überwiegend in Hamburg lebt. Wenn er aber auf Sylt ist, dann hat er auch Zeit, um seine Passion für Oldtimer zu pflegen. Bei einer Spritztour wollen wir wissen, warum die Grundstückspreise auf Sylt so hoch sind. Und wenn jetzt Neubau gebaut werden soll, dann muss der dort entstehen, wo schon ein Haus gestanden hat. Denn auf Sylt darf kein neuer Baugrund ausgewiesen werden. Das treibt die Immobilienpreise hoch. Gut für die Makler, aber auch gut für die Inselbewohner, die so vor einem Bauboom geschützt sind.